sieht man das obere Persetal, das heißt den Herpeler Bach, Herpel im Hintergrund. Der Herpeler Bach mündet in Neumühle in die Ferse und bildet zusammen mit der Fürwiege dann den Persebach. Hier sieht man die Mauer des Vorstaubeckens, gebaut vor 1932. Die Industrie des Ruhrgebietes ist in trockenen Jahreszeiten von der Wasserversorgung durch Talsperren im Sauerland abhängig, die das Wasser der Bachläufe während der Regenzeiten aufspeichern. Die Entwicklung der Ruhrindustrie stieg in den letzten Jahrzehnten stark an und damit der Wasserverbrauch. Der bisher geschaffene Stauraum von 290 Millionen Kubikmeter reicht nicht aus, um eine weitere Steigerung der industriellen Produktion zu ermöglichen. Deshalb müssen neue Talsperren gebaut werden. Mein Vater hat 1929 vom damaligen Ruhrtalsperrenverband den Auftrag bekommen, einen Film zum Bau der Persetalsperre zu produzieren. Dieses gewaltige Bauwerk ist vom Ruhrverband in Verbindung mit der Firma Hochtief Essen gebaut worden. Es ist auffallend, dass man für die Gerüste und für die Schalungen ausschließlich Holz genommen hat und keine Stahlträger, wie es heute üblich ist. Der Staudamm besteht aus gestampften Erdmassen mit einem Betonkern in der Mitte. Von weit her musste Splitt und Sand angefahren werden und wurde dann an Ort und Stelle mit Zement zu Beton vermischt und über Fließbänder weitergegeben. Das Kernbauwerk enthält 62.000 Kubikmeter Beton. Man hat deutlich gesehen, wie der Beton aus den Betonbomben in die Trichter geschichtet wurde. Denn das sind ja Trichter, die ja den Beton Ort und Stelle bringen.
eine Frankfurter Maschinenfabrik hat für diesen Bau des Staudammes Maschinen entwickelt. Das war eine Maschine, oben ein Elektromotor mit einer exzentrischen Welle nach unten und unten war ein Rüttelsieb, was in feine Schwingungen versetzt wurde, sodass der Beton dadurch immer noch weiter floss, sodass die größtmögliche Dichte erreicht wurde. Die Festigkeit des Betons sollte die Festigkeit des Steines bekommen. Wenn Sie genau hinsehen, dann stellen Sie fest, dass der Beton immer noch fließt. Das heißt, die Schwingungen von dem Gatter unten sind so stark, dass halt eben die Festigkeit, die größtmögliche Festigkeit des Betons erreicht wird. Hier sieht man die einzelnen Kuben, die sind nummeriert und man, um festzustellen, nach einer Explosion, nach einer Sprengung, inwieweit hat sich der Beton so stark verdichtet, genau wie die Steine. Und das wollte man erreichen. Man sieht deutlich, dass der Fertigbeton abgewogen wird, zu gleichen Mengen auch die Steine und mit der Schubkarre zum Kubus gefahren wird. Und wenn der Kubus voll ist, kommt die Maschine zum Einsatz. Und beides wird dann dokumentiert zu gleichen Teilen. Beton, Stein. Thank you.
Hier ein Blick aus dem Fersetal, aus dem Stauraum zu dem Staudamm. Man sieht, dass ungefähr 12 bis 15 Lokomotiven mit je 12 Loren immer wieder ins Tal gefahren sind und haben die Baustoffe aus dem Innenraum der Fersetalsperre für den Stauraum geholt. Ich habe mit meinem Vater öfter zu Filmaufnahmen begleitet. Manchmal brauchte mein Vater dann auch mal einen zweiten Mann. Man hat hier deutlich gesehen, Zement wurde in Säcken angefahren, aus der Lore wurde der Sand dazu geschüttet. So ging es über eine Hebelmaschine, über eine Hebeleinrichtung in die Mischmaschine. Man sieht, dass alle Maschinen, die hier eingesetzt wurden, dampfbetriebene Maschinen waren. Es waren alles Vorkriegsmaschinen. Man sieht, dass das angefahrene Material durch diese Maschine verdichtet worden ist. Hier sieht man noch eindeutig den Ort Klame, im Hintergrund die Klame Brücke. Auf der Luftseite wird Steinmaterial angeschüttet, das an den Talhängen gewonnen wird.
Auch Ton und Lehm für die Wasserseite werden im Stauraum gewonnen. Die gewonnenen Steine werden zurechtgeschlagen, passend füreinander geschlagen. Die gesamte Fläche der Wasserseite wird so mit Steinen ausgelegt. Bruchsteine schützen den Damm vor den Angriffen der Wellen. In jahrelanger Arbeit wächst der Staudamm zu seiner Höhe von 57 Metern. Zu gleicher Zeit wird der Stauraum für die Füllung mit Wasser hergerichtet. Die Gebäude, aber auch die Sträucher wurden zum größten Teil von Hand abgerissen und man sieht, dass mit Seilbinden solche Stuken rausgezogen wurden. Hier sieht man Unterklame im Abbruch. Auch Abbruch nicht mit einem Bagger, sondern von Hand. Der Bau der Pferdetalsperre erforderte die Umsiedlung von 91 Personen aus 9 Siedlungen.
Der Stau beging im Mai 1951, Feierstunde, das Schütt kommt zu, die Stauung beginnt. Während des Stauvorganges gab es einmal eine Verzögerung. Trotz Zulauf aus dem Bächen stieg der Wasserspiegel nicht weiter an. Wasser verschwand. Man gab dem Wasser Farbstoff dazu, um zu sehen, wo sind die undichten Stellen. Gefärbtes Wasser kam an der Hart auf der anderen Seite des Berges wieder zum Vorschein. Man fand ein Loch, wo heute so ungefähr der Parkplatz ist, und eine Tropfsteinhöhle. Mein Vater wurde geholt und hat in dieser Höhle Aufnahmen gemacht. Dieser Eingangsbereich wurde zugemauert und mit zig Tonnen Beton wieder zugeschüttet. Die Ingenieure und mein Vater wurden zum Stillschweigen verpflichtet und es ist bis jetzt geheim geblieben. Innerhalb von 2 Jahren fühlte sich der See, ein neuer Brunnen im Dienst von Kohle und Eisen.